Ich bin jetzt auf jeden Fall fertig mit meinem Make-up, aber ich wollte euch ja noch eine Sache erzählen, die ich gelernt habe, die nicht ganz so schön ist. Hey Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute in dem Video habe ich mich fertig gemacht und dabei mit euch gequatscht. Und ja, ich werde jetzt auch gar nicht so weit drum herum reden. Es geht auf jeden Fall um 2023, es geht um Ziele in 2024, meine Learnings, auch so ein paar Dinge, die ich ja auf harte Weise lernen musste. Manche Freunde sind nicht so richtig eure Freunde und. Also bleibt sehr, sehr gerne dran und lasst dem Video schon mal gerne ein Däumchen nach oben da, abonniert sehr, sehr meinen Kanal und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. So, ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt mit dem kleinen Get Ready With Me und ich rede einfach dabei weiter. Ich wollte euch mal ganz kurz zeigen, was ich verwende. Und zwar nutze ich aktuell wieder super, super gerne, beziehungsweise eigentlich immer noch, das Typology Tinted Serum, weil das einfach ja auch Pflege ist. Ne? Das ist halt nicht nur Make-up, das ist halt ein getöntes Serum mit Vitamin C unter anderem, um die Haut so ein bisschen zum Strahlen zu bringen. Aloe Vera ist auch mit da drin, einfach damit man ja die Haut auch mit Feuchtigkeit versorgen kann. Und das gebe ich mir dann immer so auf meinen Handrücken. Und dann arbeite ich das aktuell super gerne erstmal mit dem Finger so ein bisschen ein. Und danach nehme ich meinen Beautybänder. Man kann das auch super gut mit so einem Pinsel verblenden, wenn man das lieber mag. Aber ich mag das so aktuell ganz gerne. Und ich habe aktuell halt die hellste Farbe. Was ich auch noch sehr gerne mache, ist noch ein kleines bisschen vom Concealer auch mit in die Foundation zu mischen. Weil die Deckkraft dadurch nochmal so ein kleines bisschen stärker wird. Und weil wir jetzt gleich unterwegs sind und ich heute so ein kleines bisschen mehr Deckkraft möchte, dachte ich, passt das ganz gut. Ich nutze ja sowieso super gerne Typology-Produkte, wisst ihr ja bestimmt, weil die einfach super, oh, ich muss mal meinen Ring ausziehen, ich glaube, das stört sonst, weil die halt darauf achten, dass in den Produkten nur Inhaltsstoffe sind, die halt auch was bewirken und die haben auch die längste Blacklist von Stoffen, die nicht mit drin sein dürfen. Ich packe euch mal so ein paar Key Facts hin und die haben auch so eine Hautdiagnose, so ein Test, den ihr machen könnt. So ein paar Minuten geht er nur, könnt ihr so ein paar Fragen beantworten und dann ja, spuckt er quasi die besten Produkte für euch aus. Empfiehlt sich auch, das immer mal wieder zu machen, weil im Winter zum Beispiel braucht die Haut ja meist mehr Feuchtigkeit als im Sommer. Ich habe da auch den Adventskalender ja von gehabt und ein paar neue Produkte auch noch, die ich jetzt nach und nach testen werde. Ich will meine Haut nicht überfordern, deswegen mache ich das nach und nach. Aber da bin ich schon super gespannt drauf. Ein Produkt, was ich schon sehr gut fand, das ist hier so eine kleine Probe von, war die, ich glaube, es ist Holzkohle und Brennnessel auf Deutsch. Eine Purifying Mask, die finde ich richtig, richtig gut. Ihr seht schon, das ist wirklich nur so eine super, super leichte Deckkraft. Das mag ich echt gerne und pflegt die Haut halt. Ne? Bevor ich es vergesse, ihr kriegt ab 45 Euro über meinen Link, den habe ich euch in die Infobox gepackt, also wirklich nur über den Link, noch einen 2-Phasen-Augen-Make-up-Entferner, falls euch das interessiert. Und ihr da ein bisschen bei Typology shoppen wollt, dann bekommt ihr den gratis ab 45 Euro. Klickt gerne mal auf den Link in der Infobox. Wie gesagt, es gibt da keinen Code, sondern nur diesen Link, da klickt ihr einfach drauf. Und übrigens werden die Produkte auch in Frankreich hergestellt und sind natürlich vegan und möglichst umweltschonend produziert. Um jetzt mal zum Thema Neujahrsvorsätze, Goals und so weiter zu kommen. Ich will auf jeden Fall noch mehr lesen, weil ich da einfach so richtig zur Ruhe komme und dann so richtig bei mir selbst bin und ich liebe das einfach. Jetzt nutze ich den auch natürlich als noch Concealer. Blende ich auch erst immer so ein bisschen mit den Fingern ein und dann nehme ich jetzt gleich noch den Beauty Blender. Und das ist wirklich eine richtig tolle Deckkraft. Ihr könnt das auch einfach nur mit eurem Finger machen. Und ich möchte aber auch so mehr Skincare, so eine Gua Sha-Routine habe ich schon langsam mit angefangen und ja, einfach das so mehr zelebrieren. Wisst ihr, wenn ich so abends dann ins Bad gehe, dann mache ich mir meistens noch einen Podcast an oder schaue irgendein Video dabei und dann mache ich mich da ready. Nicht einfach so, ich muss mich jetzt noch abschminken, sondern ich freue mich dann schon so richtig da drauf. Und das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, das mehr zu machen. Ich möchte dann auch so mehr grüne Smoothies trinken. Einfach, dass man noch so ein bisschen mehr auf sich und seinen Körper einfach achtet, Bewegung. Ich möchte auf jeden Fall auch mehr so dehnen und einfach Mobility mehr was machen. Auch vielleicht mal so Pilates-Workouts ab und zu. Einfach auch mal nochmal was anderes. Ne? Das habe ich mir so richtig vorgenommen, einfach nochmal sich noch mehr auf sich selbst zu konzentrieren, auch die Gedanken aufzuschreiben, so eine Art Tagebuch zu führen. Und irgendwie finde ich einfach, dass das total wichtig ist. Und ich habe damit auch schon so gegen Ende 2023 angefangen. Ich nehme übrigens gerade den Concealer in einem dunkleren Ton. Ihr braucht da wirklich nur ganz, ganz wenig von. Tupf noch mal ein bisschen was ab. Und damit werde ich jetzt so ein ganz kleines bisschen konturieren. Und dann verteile ich das einfach noch ein bisschen mit dem Beauty Blender. Aber das habe ich 2023 schon so ein bisschen angefangen. Und ich finde einfach, dass das super wichtig ist und man das halt voll oft, das heißt voll oft vernachlässigt, aber man hat halt manchmal so viel Stress
dass man dann da gar nicht mehr so richtig drüber nachdenkt. Und wenn man vor allem so viel Stress hat und so viele Gedanken im Kopf rumschwirren, hilft das immer super, wenn man das halt einfach aufschreibt und dann halt so los wird. Wisst ihr, wie ich meine? Also, wenn man auch vielleicht mal gerade nicht drüber reden will, drüber reden kann, dann hilft das immer, die Gedanken aufzuschreiben und einfach aus dem Kopf zu bekommen. Wenn ihr abends zum Beispiel nicht schlafen könnt, weil ihr euch übelst den Stress wegen irgendwas macht, dann schreibt das einfach mal auf, weil die Gedanken haben nur so lange so richtig Macht über euch, wenn die in euch drin bleiben und ihr die nicht loswerdet, ne? Deswegen versucht das wirklich mal. Ich habe gar nicht so viele Vorsätze. Also ich habe mir viel aufgeschrieben, was ich vielleicht auch so erreichen möchte, was ich vielleicht ja haben möchte, ne? Also so diese Standardsachen, aber vor allem einfach noch mehr auf sich selbst hören, irgendwie noch mehr so zu sich selbst finden und so viel Freude auch an den kleinen Dingen einfach haben. Zum Beispiel, wir hatten gerade da so, oder der ist einfach immer noch da, weil es sind gerade so ganz viele Eispartikel in der Luft und da ist ein Regenbogen einfach und die Sonne fängt gerade an und draußen ist richtiges Winter Wonderland und das macht mich gerade einfach so, so happy und es braucht nicht immer so diese offensichtlich ganz tollen, krassen Dinge, um glücklich zu sein. Was ich übrigens, ich fange jetzt einfach, ich vermische es jetzt einfach. Ich wollte eigentlich nur erstmal über die Ziele reden und dann über 2023, so wie das Jahr war und was ich vielleicht gelernt habe. Aber Leute, 2023, also an sich war es auch, ich nehme gerade übrigens noch das Puder von Typology, das mattiert richtig schön ab, das ist so ein loses Puder. Nehme ich jetzt erstmal den Pinsel, sorry. Ich will euch das irgendwie erklären, aber auch so ein bisschen sagen, was ich verwende. Hat mir auf jeden Fall super viel gelernt. Es war insgesamt halt gut, war okay, aber es war auch so ein augenöffnendes Jahr, also irgendwie so ein Jahr der Realisation. Ich habe da letztes Mal mit Daniel auch drüber geredet, wie wir das Jahr so beschreiben würden. Was auf jeden Fall auch so war, ich habe mich von so ein paar Sachen distanziert einfach in meinem Leben. Ich habe auch mich von ein paar Leuten distanziert in meinem Leben. Weil mir fällt übrigens super, super schwer, Nein zu sagen zu verschiedenen Dingen und ich möchte es irgendwie gefühlt immer jedem recht machen. Man muss manchmal einfach akzeptieren, dass ein paar Sachen so nicht in Ordnung sind oder so nicht gehen und einfach einem selbst nicht so gut tun. Wisst ihr, manchmal denkt man auch, oh, das hat mir oder das tut mir gut, aber eigentlich tut es einem gar nicht wirklich gut oder man hört manchmal nicht so richtig auf die innere Stimme. Man weiß eigentlich immer sofort, ob es bei Leuten ist, ob es bei irgendwelchen Dingen, die man jetzt machen muss, okay, außer so Sachen, die erledigt werden müssen, wisst ihr, auf die man keine Lust hat. Okay, ne? Ihr wisst aber, glaube ich, was ich meine. Aber sonst hat man immer schon so ein Gefühl für etwas. Und manchmal hört man drauf, aber manchmal ignoriert man das einfach weg. Ich habe einfach so gelernt, dass ich da mehr drauf hören muss, vor allem halt eben letztes Jahr. Ich habe damit halt letztes Jahr angefangen und ich bin da auch schon sehr stolz drauf, dass ich das gemacht habe. Und irgendwie hat man immer so voll oft Angst davor, dass man dann so mega die Ablehnung also erfährt, wenn man öfters Nein sagt, weil Leute, Freunde würden, also richtige Freunde verstehen sowas aber auch, ne? Und ich hätte da auch schon mal einen TikTok zugemacht. Manche Freunde sind halt irgendwie nicht so richtig die Freunde oder man entwickelt sich halt auch auseinander. Das ist immer irgendwie was, was ich manchmal nicht so richtig akzeptieren will, aber was ich auch in 2023 gelernt habe, manchmal trennen sich Wege. Und es kann sein, dass am Anfang alles richtig gut ist, so oder ihr denkt es auf jeden Fall. Und dann merkt ihr aber, dass man sich nur bei euch meldet, wenn man irgendwie was will oder wenn irgendwas gebraucht wird, ne? Und wenn es einem schlecht geht, dann sind voll oft auch ganz, ganz viele Leute da. Aber wenn es einem gut geht, dann merkt man auch, dass sich manchmal Leute nicht mehr bei einem melden, weil ich finde, irgendwie daran erkennt man auch gute Freunde. Man sagt nämlich meistens, ja, wenn die für euch da sind, wenn es euch schlecht geht, dann sind das halt richtig gute Freunde. Und ja, das macht eine Freunde auch aus. Aber genauso wichtig ist es, wenn es euch gut geht, dass auch die Erfolge mit euch gefeiert werden, wisst ihr? Also nicht nur, dass man sich für euch interessiert und richtig für euch da ist, dass es euch schlecht geht, so, wisst ihr? Sondern dass dann auch kein Neid da ist, wenn es mal funktioniert und dass sich Freunde mit einem freuen und dass Freunde auch wollen, dass man sich weiterentwickelt, dass man sich auf eigene Dinge so fokussiert. Das ist auf jeden Fall so ein Learning, was nicht leicht war, aber ich glaube, da können sehr, sehr viele relaten. Und ich habe auch mal so einen TikTok gesehen, da hieß es auch so, manche Menschen in eurem Leben sind nur für euch, also sind dafür da, um euch zu einer Tür so zu führen. Manche werden mit euch durch diese Tür durchgehen, aber halt nicht jeder, ne? Und manche werden euch den Raum hinter der Tür auch noch zeigen. Und ich finde das so schön, also auf alle Menschen, die man im Leben trifft, so bezogen. Das können Freunde sein, das kann Familie sein, das kann jeder sein, ne? Das kann auch nur irgendein Job sein, ne? Also manche Sachen sind einfach nur da, die sollen halt nicht für immer in eurem Leben bleiben. Manchmal ist es halt dann voll schwer, so zu akzeptieren und das zu realisieren. Aber es ist so, so wichtig, dass ihr auf euch hört und wirklich auf dieses Bauchgefühl. Manchmal,
Also manchmal macht ihr Dinge oder ihr trefft euch vielleicht mit Leuten und ihr denkt euch eigentlich so, dass ihr, ich muss mal hier gerade dunkler machen, dass ihr eigentlich gerade keine Lust habt oder eure Batterie ist zum Beispiel gerade einfach mal leer. Es gibt so Momente, da hätte man es bereut, wenn man dann doch zu Hause bleibt, wisst ihr, und eigentlich hat man doch Lust, aber irgendwie denkt man nur, man will nicht. Aber man merkt da schon den Unterschied. Und manchmal, an manchen Tagen geht es halt einfach nicht. Es ist wirklich nicht schlimm. Natürlich ist es dann immer traurig so für. Ich nehme gerade auch noch mal hier das Lippenöl zwischendurch. Ich brauche immer was auf den Lippen. Zeige ich euch gleich aber auch noch mal, welche Farben ich davon da habe. Es ist einfach super, super wichtig. Wenn jetzt zum Beispiel eure Freundin, also ihr freut euch voll auf ein Treffen, aber eure Freundin sagt euch dann, boah, du weißt du, es tut mir jetzt total leid, aber mir geht es halt irgendwie gerade gar nicht gut, können wir das verschieben? Dann würdet ihr ja niemals sagen, also hoffe ich, dann würdet ihr niemals sagen, oh, weißt du was, was ist das denn jetzt? Was soll das denn jetzt hier von dir? Ne? Wir treffen uns heute, mir ist es egal, dass es dir schlecht geht. Das wird ja niemals irgendjemand sagen. Deswegen könnt ihr das auch machen. Und voll oft, das ist auch etwas, was wehtut, wenn man es realisiert, aber es stimmt auch so. Voll oft sagt man halt immer so ja und denkt sich dann halt, ich mache das für die andere Person. Aber dieses ja, mache ich, ja, mache ich, ja, mache ich sagen, ist auch voll oft, das macht man auch voll oft für sich selber, weil man gut dastehen möchte. Wisst ihr, man möchte, dass die anderen denken, boah, die ist so eine nette. Und ich meine damit jetzt nicht, dass ihr jetzt zu allem Nein sagen sollt, aber manchmal habt ihr halt so eine volle To-Do-Liste, euer Kopf platzt fast und dann wird euch. Fragt man euch was und ihr sagt direkt, ja, mache ich sofort. Aber ihr könntet ja auch sagen, du, ich weiß noch nicht, ob ich das heute schaffe, aber ich schaue mal, dass ich das morgen oder übermorgen spätestens mache. Passt das so für dich? Und sonst frag lieber jemand anderen. Weil erstens, vielleicht schafft ihr es dann nicht. Die Person brauchte da dringend Hilfe bei und hat dann jetzt ein Problem, was ja auch für beide dann doof ist. Ihr habt euch gestresst und die andere Person hat halt jetzt ein Problem. So, ne? Ja, einfach das dann so auch kommunizieren, so offen kommunizieren. Das ist auch gar nicht schlimm. Aber voll oft, wie gesagt, achtet da mal drauf. Sagt man auch ja, weil man will nicht, dass die andere Person. Denkt man, ist doof und dann fühlt man sich selber besser, weil man jetzt sagt, boah, ich bin so toll. Aber das hat überhaupt dann nichts mehr mit auf sich selbst hören, auf Selfcare zu tun. Und auch wenn ihr euch verabredet, ja, und eigentlich gerade keine Lust habt, man kann immer mal keine Lust haben. Das heißt nicht, dass ihr euren Freund oder eure Freundin dann weniger mögt, aber trotzdem halt hingeht, ne? Wisst ihr? Dann ist das unfair gegenüber der anderen Person, wenn ihr eigentlich gar keinen Bock habt. Ihr seid dann nur so halb anwesend und irgendwie merkt man das ja dann auch, ne? Und für euch ist das doof. Also das ist halt so eine Lose-Lose-Situation, würde ich sagen. Dann nochmal Thema Bücher. Hatte ich ja gerade gesagt, dass ich auf jeden Fall mehr lesen will. Ich habe mir vorgenommen, 30 Bücher dieses Jahr zu lesen. Ich habe Iron Flame beendet. Und Leute, falls ihr Fourth Wing oder Iron Flame noch nicht kennt, ich hatte euch das auch schon in meinem What I Got For. War das vor What I Got for Christmas? Ja, ich hatte ja Bücher bekommen und ich glaube, da hatte ich euch das auch nochmal erzählt, dass ich die Bücher so gut fand. Dann lest die Bücher auf jeden Fall mal bitte, Leute. Das ist für mich war Fourth Wing letztes Jahr mein Jahreshighlight. Und Iron Flame, Leute, es war krass. Ich habe einfach erfahren, dass es noch drei weitere Bände geben wird, also insgesamt fünf. Und es soll verfilmt werden. Also Leute, besser geht's nicht, wenn das keine Argumente sind, dass ihr das auch lest. Ich habe auf jeden Fall schon ziemlich viel von Colleen Hoover gelesen. Ich möchte auf jeden Fall, meine Schwester hat irgendwie so ein. Thriller-Buch habe ich ewig nicht mehr gelesen, aber ich glaube, das wäre auch mal was. Ja, das ist auf jeden Fall ein absolutes Ziel, weil, wie gesagt, das ist für mich so krass Selfcare, so krass einfach runterkommen. So, ich habe jetzt mal mein Augen-Make-up fertig gemacht und meine Mascara. Ich nutze übrigens aktuell super gerne braune Mascara. Ich finde, das sieht einfach viel natürlicher aus. Und noch ein weiterer Vorsatz, den haben wir aber auch 23 schon angefangen, dass man sich sehr regelmäßig mit Freunden trifft und einfach sich dafür Zeit nimmt. Und da hilft total, dass man das im Voraus schon mal so plant, dass man sich, ja, jetzt treffen wir uns zum Beispiel nächstes Wochenende, da hat ein Freund Geburtstag. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Da sind wir dann ganz, ganz viele von uns zusammen und übernachten da auch. Und dass man dann auch zum Beispiel schon wieder einen Termin ausmacht für ein nächstes Treffen, dass man da halt einfach dranbleibt, wisst ihr? Und das gibt einem so, so viel. Übrigens, ich mache jetzt erstmal mein Lippenöl nochmal, aber ich guck mal, welche Farbe ich nehme. Ich muss gleich noch so eine Sache sagen, die ich auch mit am krassesten gelernt habe letztes Jahr, was nicht so eine tolle Sache ist. Ja, aber ich überlege gerade, ob ich einfach bei dem transparenten Lippenöl bleibe, ob ich das nehme. Das ist Powder Pink. Ich liebe übrigens diese Lippöle. Falls ihr die von Typology noch nicht kennt, ist das mit dem Tinted Serum must have, sage ich euch. Oder ob ich ein bisschen mehr nehme, Plum Purple. Alles tolle Farben, das ist nicht so dunkel, ne? Das hat so einen leichten Sheen. Ich glaube, es wird Powder Pink, weil das so ein Mittelding ist. Schaut mal jetzt, wie ich das meine Lippen gebe. Es ist wirklich nur so ganz, ganz leicht. Ich habe jetzt gesehen, dass man das auch als Blush nehmen kann. Muss ich unbedingt mal ausprobieren. Aber heute ist keine Zeit für Experimente. Das muss nämlich jetzt gleich alles sitzen. Aber könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ich gehe immer mit dem Lippenöl so ganz leicht auch über.
meine Lippen, weil dann glänzt das so schön in der Sonne, seht ihr? Oh, ich liebe diese Farbe. Es ist super natürlich, es ist ein Gloss, Leute, aber ein pflegender Gloss. Wenn ihr sehen könntet, ich hoffe, ihr könnt es sehen, wie meine Lippen jetzt gerade, warte, so in der Sonne, meine Lippen gerade schimmern. Ich liebe einfach, dass einmal das Packaging so toll ist. Leute, ich meine, wie schön sieht das aus? Das ist so richtig mattes Glas, richtig, richtig schön. Hier, aber auch der Zwei-Phasen-Make-up, Augen-Make-up-Entferner. Ja, aber auch, dass halt nur Inhaltsstoffe drin sind, die auch wirklich was bringen. Es sind wenig Inhaltsstoffe drin. Es sind ja sehr viele natürliche Inhaltsstoffe drin. Also, ich kann euch Tapology nur mal ans Herz legen. Macht da am besten diese Hautdiagnose. Vor allem, wenn ihr auch Skincare haben wollt oder bestellt euch einfach mal das Tinted Serum oder vor allem diese Lippenöle. Da, ihr werdet die lieben. Das Packaging ist toll. Wie gesagt, dieser kleine Applikator, ich lieb's. Und wenn ich gefragt werde, was ich für einen Gloss drauf habe, dann ist es ganz, ganz oft Typology. Vor allem, wenn es so dieses Natürliche einfach hat. Ja, und ich bin jetzt auf jeden Fall fertig mit meinem Make-up. Aber ich wollte euch ja noch eine Sache erzählen, die ich gelernt habe, die nicht ganz so schön ist. Aber Leute, behaltet sehr, sehr viel für euch. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Nicht immer alles sofort erzählen. Einmal, weil manche Leute meinen es einfach nicht gut mit euch und die versauen das dann irgendwie. Dann manche Leute können das irgendwie einfach nicht verstehen. Und manchmal kennt ihr das, ihr seid so richtig excited wegen irgendetwas. Und vielleicht auch nur einen Film oder eine Serie. Und dann wollt ihr mit jemandem drüber reden und die Person hat entweder diese Serie oder diesen Film nicht geschaut oder findet es nicht so toll. Und dann kommt ihr mit so einem Excitement-Level dahin und erzählt denen davon und seid mega, mega happy. Und die andere Person versteht das halt nicht so wie ihr. Und es hat eher so, also zieht euch so runter, ne? Und dann hättet ihr diese Aufregung, also klar, man möchte das rausschreien. Ich weiß, ich habe auch Daniel einfach von dem Buch alles erzählt, ob der es hören wollte oder nicht. Er hat es sich auch einfach netterweise angehört. Aber manchmal ist es besser, das zum Beispiel dann einfach für sich zu behalten, wenn andere das so nicht verstehen können. Und es muss nicht jeder alles wissen. Und ich meine damit nicht, wenn es euch schlecht geht, dass ihr nicht drüber reden sollt. Ich meine damit wirklich so auch Erfolge, die ihr manchmal habt. Vielleicht nicht immer alles direkt teilen oder auch Pläne, vor allem Pläne. Lasst eure Taten einfach sprechen, eure Ergebnisse einfach dafür sprechen. Erzählt so ein bisschen, aber nicht immer alles, weil es gibt so, so viele Leute da draußen, die ja, es einfach nicht gut mit euch meinen, nicht mal aus böser Absicht. Vielleicht ist da einfach ein schlechter Tag und dann wird euch das vielleicht auch ausgequatscht. So, ne? Also, das habe ich auf jeden Fall gelernt. So, jetzt ziehe ich mal meinen Ring auch wieder an. Ich liebe den. Jetzt habe ich ganz viel durcheinander geredet. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen verstanden, was ich euch sagen wollte. Und ja, falls ihr bei Typology vorbeischauen wollt, denkt an den Link, den ich euch in die Infobox gepackt habe. Ich habe euch auch immer alles schön hingeschrieben und werde euch auch da noch mal ein paar Infos reinpacken. Ja, da könnt ihr ab 45 Euro bekommt ihr da den zwei, ach, da wollte ich euch auch noch mal was zu sagen, den Zwei-Phasen-Augen-Make-up-Entferner dazu. Und Leute, der ist übrigens unter anderem mit Rizinusöl. Das heißt, also ihr kriegt auch wasserlösliches Make-up ab einmal und ihr pflegt eure Wimpern und Augenbrauen und so noch mal, wenn ihr den benutzt. Ist wieder nicht einfach nur ein Augen-Make-up-Entferner, sondern auch wieder Pflege mit drin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Start in das neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt ein ganz, ganz tolles Jahr. Und falls es euch gerade nicht so gut gehen sollte, es wird besser. Ich verspreche euch das. Wenn irgendwas ist, schreibt mir gerne immer, ne? Schreibt mir auch gerne auf Instagram oder so. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Lasst dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal. Und morgen geht es übrigens nach Anyone But You, beziehungsweise Wo die Lüge hinfällt. Ich freue mich so, wir konnten Mittwoch nicht gehen, weil Schneechaos, Straßen waren einfach zu. Da wären wir in der Vorpremiere gewesen. Das hätte mich, also ich habe mich so drauf gefreut, aber hat nicht sollen sein. Und jetzt schauen wir das morgen. Also morgen ist Sonntag, ihr seht das Video am Montag. Ja, das war's. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!